Also mir geht's gut heute. Zumindest besser als letzte Woche Samstag. Da ging das wirklich nicht. So. New Game. Ich habe vorhin, als ich rausgehen wollte aus dem Spiel, hat es kurz mit mir gesprochen. Ich war schon mal drin in dem Menü. Wyatt, thank you for coming so quickly. I just got back into the city, and when I arrived here, I found blood all over the place. Und jetzt ist das Menü einfach schwarz. I'm terrified for my daughter. Wenn ich Escape drücke, kann ich zwischen Sophia, her passion was playing the piano, and she's only 14 years old. Und jetzt kann ich nichts mehr drücken. You have to find out what happened to her and where she is. Mr. Sakamoto, I understand how worried you must be. Rest assured, I'll do everything. Samstag ist PUBG-Tag. Oha. Ich kann jetzt nichts mehr drücken. Can you tell me more about Sophia, the situation? Of course, Wyatt. Sophia's mother passed away. Und in dem Menü kann ich nicht das Game anfangen. Ich starte neu. Ich weiß nicht, ob das... Ist das gewollt? Ist das ein Bug? Ich habe keine Ahnung. PUBG-Tag, okay. Letzten hatte ich gesagt, ich komme später, du Nudel. Warum bin ich jetzt eine Nudel? New Game. Before you start, ensuring the microphone is properly connected to your computer. If bla 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 bla. Okay. Wyatt, thank you for coming so quickly. I just got back into the city, and when I arrived here, I found blood all over the place. I am terrified for my daughter Sophia. Her passion was playing the piano, and she's only 14 years old. Please, you have to find out what happened to her and where she is. Mr. Sakamoto, I understand how worried so. You must be. I can't stream that well. Rest assured, I'll do everything in my power to find you and get to the monuments. Can you tell me more about Sophia, the situation? Of course, Wyatt. Sophia's mother passed away a few years ago, and since then, she's been staying alone in this apartment most of the time. I have to travel frequently due to my work, and I haven't been able to spend as much time with her. Sehr laut das Spiel, sehr laut, ne? She was a really shy girl, and I worry that her introverted. Ach so! Wir waren, also das war trotzdem ein Bug, aber wir waren in-game schon. Das ist das In-game-Menü. Warum kann ich dann hier nichts, warum kann ich dann den, das die Lautstärke des Games nicht einstellen? Warte. Wir machen das mal anders. Der Papa guckt da mal. So, da gehen wir mal auf 70% in den Windows-Einstellungen bei dem Game. Ist ein bisschen angenehmer, ne? Oder? Ich weiß auch nicht, worum es in dem Game geht. Ich habe jetzt auch gar nicht aufgepasst. Geht um irgendeine Tochter, er hat irgendwie Blut gesehen. She didn't have many friends, to be honest. Her life revolved around her piano and the music studies. Er sieht ein bisschen komisch aus. And haven't been the best father to her. But right now, that doesn't matter. I just want to find her safe and sound. We'll do our best, Mr. Sakamoto. Any small detail. Hätte auch zumindest gern mal irgendwie deutschen Untertitel oder so. Aber. Nein. Kein Deutsch. Might help us in our search. Yes, there's something else. You can stay here as long as you need and feel free to use any resources you require for the investigation. Money is no object in finding my daughter and understanding what happened to her. Cooperation is greatly appreciated, Mr. Sakamoto. Start right away and keep you informed of any developments.
location. Cursed menu. Ja, irgendwie schon. Hm. Kannst halt nur... Grafik. Unlimited Frames. Fullscreen. Auflösung. Brightness. Gibt's nicht mal ein, einen Untertitel für Englisch? Hatten wir nicht eben einen englischen Untertitel? However, I have to leave now, as I need to make some arrangements. Please keep me updated on any progress, no matter how small the detail. Keep you informed every step of the way. Don't worry. I won't rest until we find your daughter. If you remember anything else, or if you reach me for any reason, don't hesitate to contact me. I won't, Wyatt. I trust you in your skills and abilities. Find my daughter, and I'll pay whatever it takes. Please, alles klar. Bring her back to me safe and sound. Wird teuer, mein Freund, wenn ich deine Tochter finden soll. Es ist mit... Also Grafik sieht schon geil aus, aber die Models nicht so. So. Alter, Motion Blur müssen wir ausmachen. Kamera Motion. Das ist trotzdem noch irgendwie komisch. Can you turn the light on and off in using light switches? Kein Problem. Also von der Grafik her, guckt euch das an. Das sieht schon nicht schlecht aus, oder? Wohin fliegen da, ey? Was kann ich da machen? Achso. Move the camera to find a clue. Na, guck mal. Hallo? Hold down the zoom button. Bloody handprints. Amidst the piano-loving environment. It's unsettling to think what might have happened to Sophia. I'll leave no stone unturned in my search for answers. Okay, also wir haben jetzt so einen Hinweis gefunden, ne? Okay. Cool, cool. Da ist noch was. This crime scene tells a chilling tale. So, machen wir mal Licht an hier an die Bude. So, zack. Mann, das hat's ja gebracht. Krass. Gleich viel, viel besser hier. Kann ich den da auch drücken? Ey! Die Musik. Oder was hier Musik sein soll. Da kann ich nicht reinzoomen. Okay. Crumbled papers. Discarded like they hold no value. But in this investigation, every detail counts. I'll unfold their secrets, no matter how small. Pauli lockt schon. Sehr zu gruselig, Pauli. Crumbling pieces of paper scattered around. Could be torn notes or messages. Also, I need to carefully piece them together. You might reveal something significant. Anscheinend sind wir sowas wie Privatdetektiv oder so und sollen hier seine Tochter finden. Crumbled pieces of paper. Ja, jetzt be a desperate attempt to hide information. I'll unfold their secrets. And see what they're trying to conceal. Prima. Gibt's hier irgendwo Licht? Hier ist gar keine Lampe, ne? Doch, die da. Warum ist das hier alles so muschipupu-Licht?
macht dann mal hier richtig an hier, die Lampe. Das hier, ey, das knarzt auch überall. Ich hab schon keinen Bock mehr. Ui. Das ist interessant. Alter. Blood on the closet board. Hand smudges. Sign of struggle. Or something more sinister. I need to investigate further and find out what happened. Lol. Detektiv sein, Tochter finden. Alles klar. Blood on the flush. Hand smudges. This could be a crucial clue. I need to dig deeper. We need to dig deeper. Bloody handprint on the sink. This is no accident. Someone was hurt here. I must follow the trail and piece together what transpired in this place. Found all the clues in the bathroom. Das ist jetzt unser Achievement, was wir hier geholt haben. Prima. Ich gehe jetzt mal noch nicht die gruselige Treppe hoch. Fein, ich weiß auch nicht mal, wo hier Licht ist. Kann das nicht irgendwie so, weiß nicht, offensichtlich sein, wie in jeder Wohnung? Oh, ein Ouija-Brett. Ouija-Board on the shelf. This case just took an unexpected turn. So wird das geschrieben mit Quietscher? I need to explore its significance. Okay. And potential connections to the missing person. Noch nie, ich noch nie gelesen, nur mal gehört, ne? Ach, guck mal da, kleine Hände. Bloody handprints on the cutting board. A chilling sight. This crime scene holds dark secrets. And I won't stop until I find the truth behind these disturbing marks. Dirty dishes with dried paint stains. It appears someone hastily tried to clean up. Used matches near the sink. Someone was here recently. I need to find out who. And if they hold any information about the missing person's whereabouts. Find all the clues in the kitchen. Okay, alles klar. Hallo! Ha! Hätte er mich fast gehabt, ne? Ich muss mal für mich selber das Game ein bisschen leiser machen. Alter, ich scheiß mir ja schon von dem Sound in die Hose. Vielleicht gibt es kein Licht oder du musst eine Taschenlampe finden. Another set of dirty dishes with dried blood. A troubling pattern emerges. Also wurde die Tochter angegriffen und hat überall nochmal gut sichtbare Handabdrücke hinterlassen. Ja. Sieht so aus, ne? Aber, pass auf, er sagt zu mir, ich habe alle Hinweise gefunden. Aber ich finde ja hier überall noch Hinweise. Somebody was here. Trying to cover their tracks. Ja? Haben Sie was gesagt? Hallo? Where you are? Hallo? Wer ist da? Ist bestimmt komplett falsch, dass ich hier die ganze Zeit mit euch quatsche und das Game hier irgendwas reininterpretiert, was ich eigentlich gar nicht gesagt habe. Kann man hier die Tür aufmachen? Hallo? Nee. Ja. Hier ist doch eine Lampe. Wo geht die fucking Lampe an? Anscheinend hier nicht. Hier ist doch auch eine Lampe. Wo geht die Lampe an? Ist sie ja außer Betrieb oder was? Not now.
Okay. I have other things to do. I'd better get back to it. Was hat er vor? Sich Pornos angucken und sagt so, wenn ich dann so... I shouldn't touch his personal stuff. Ach so, okay, alles klar. Not now. Witzig. Ja, also sieht so aus, als müssten wir ohne Licht die Treppe hoch. Kannst du rennen? Nur für den Fall? Was ist das? Hallo? Wer bist du? Habt ihr das gesehen? Ich habe da unten ein Mikrofonzeichen gehabt. Warte mal. Was können wir alles sagen? Can you help me? Probieren wir mal aus. Can you help me? Show yourself. Show yourself. Hallo. Ich möchte zumindest einmal sehen, mit was ich hier zu tun habe. Naja. Ist mir egal. Gehe ich jetzt hier hoch. Kenne ich nichts. Als ob ich jetzt hier Angst hätte oder so. Scheiß drauf. Ist ja nur eine Wohnung. Wir können ja Licht anmachen, ne? Wenn es uns zu dunkel ist hier. Kann ich hier rein? Darf ich hier rein? Habe ich einen Schlüssel für? Nein. So. Guten Tag, wie geht's? Was kann ich für Sie tun? Okay, draußen ist nicht erlaubt. Wir dürfen nicht raus. Ist das mit... Ja, das ist fucking mit Spracherkennung. Aber halt auf Englisch. Auf fucking Englisch. Ich kann's einfach nicht... Ich kann nicht mal die Untertitel auf Deutsch stellen, was ein bisschen hinderlich ist. Aber du hast es ja gut zusammengefasst. Ich, Detektiv, find ein Kind oder so. Oder find ein Tochter oder was weiß ich kann. Das ist ja unsere Aufgabe. Ui. Unexpectedly finding a plethora of pillboxes. This raises questions about the family's mental state. We need to examine these closely, understand their significance. Also ich würde sagen, wir müssen nicht rennen. Wir müssen nicht rennen, weil more pills. Warum auch? Das waren jetzt alle Clues im Bathroom? Okay. Warum? Also, sie müssten mal ihre Klimaanlage oder so durchsuchen lassen hier. Irgendwie der Wind, der pfeift da so durch. Das klingt irgendwie komisch. So, haben wir hier noch Clues? No. Hallo? Hallo? Ist da wer? Irgendwer? Hallo? Ja. Oh, ich kann aber... Also, ich kann mich so hinhocken. Wofür? Ist das hier einfach nur eine dunkle Ecke, oder? Oha. Was ist denn hier los? A massive blood trail with a handprint on the laundry machine, surrounded by foul-smelling clothes. Eine Laundry Machine.
Das ist mir jetzt auch neu. Mal Licht ausmachen. Hallo! Digga, jetzt finde ich den Lichtschalter nicht mehr. Das war richtig dumm. Hallo? Oh. Pech gehabt. Ach nee. Licht ist schon was Schönes, oder? Ist unglaublich schön, Licht. Mag Licht. Darf ich hier rein? Nein. Okay, jetzt, also, jetzt habe ich das ganze Haus gesehen. Was nun? Achso, warte mal. Ich habe ja im Rushing Room, Dingsbums, keine Ahnung, noch nicht alle Clues entdeckt. Sonst hätte ich ja ein Achievement bekommen, ne? Da liegt eine Knarre. Hör auf. An unexpected sight. Pistol. In this case raises serious concerns. We need to be cautious and determine its relevance to the missing person's investigation. Jetzt haben wir alle Clues in Laundry Room gefunden. Jetzt steht sie da. Nein. Schade. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass... Jetzt steht sie da? Nein, schade. Dass, ich sag mal so, im Thumbnail des Games oder im... Ja, im Vorschaubild des Games einfach man schon das sieht, vor was man sich erschreckt. Und dann vielleicht gar nicht... Also, wisst ihr, was ich meine? Einfach schon prepared ist dafür. Aber... Es ist eine schöne Zimmerpflanze. Eine wirklich schöne Zimmerpflanze. Aber halt auch nur eine, ne? Und auch sehr weit weg vom Fenster. Ist so eine Klangschale. Ich muss hier mit irgendwem quatschen. Damit hier was passiert, oder? Can you see me? What do you want? Alter, mit übelsten deutschen Akzent. Ich weiß gar nicht, was ich will von dir. Obwohl, das ist ja eigentlich so richtig basic Englisch. Also das muss ich ja schon verstehen. Außer sie spricht noch schlechter Englisch als ich. Wir gehen jetzt mal runter, weil unten klingelt das Telefon. Hallo. Wie kann ich jetzt hier... Tun Sie Dinge... Einfach ans Telefon, guck mich gar nicht um, was hier passiert, ne? Hallo? Wie kann ich denn rangehen? Was sind denn die Controls? Nochmal zurück. Controls. Interact. Mit der Maustaste. Achso, das sind Controller-Controls. Okay, verstehe. Flashlight F. LOL. So, ja, sprich mal auf dem AB, komm. Will ich mir jetzt mal anhören. Wyatt, it's Masato Sakamoto again. I'm sorry for not mentioning this earlier, but I just remembered something that might be crucial for the investigation. I have security cameras installed all over my apartment. Aha. You can access the camera footage through my laptop. It has night vision capabilities and works best when the lights are off. In the specific room where you want to use the camera.
Please be careful when reviewing the footage. It's essential not to miss any details. I hope this information helps you in search for Sophia. If you find anything, no matter how insignificant it may seem, please let me know immediately. I'm counting on you to bring my daughter back to me safe and sound. Thank you for your dedication, Wyatt. Was soll ich dir denn deine Tochter? The only autosave has just... Okay. Autosave, okay. Warum hier Autosave? Kann ich sterben? Er spricht ja davon, dass ich seine Tochter zurückhole. Wie soll ich die denn zurückholen? Die sind überall blutige Handabdrücke, Digga. Hast du noch irgendeine Hoffnung, dass die noch lebt? Ich habe eine Knarre gefunden. Erstmal die E-Mails. Login. Ach so. Okay, wir müssen Login-Daten für die E-Mail finden. Das ist wichtig. Press and hold interact button to move the camera. Okay, hinter mir passiert schon mal nichts. Night Vision. Das ist cool. Also erstmal, warum hat man sowas in seiner ganzen Wohnung? Komisch. Dann, Punkt 2, hätte ich auch gern. Weil irgendwie ist das geil, oder? Weil wenn wirklich mal was passiert, dann hast du es halt auf Kamera. Alter, Seiten auf Null. Ich sehe ja fresh aus. Kann ich irgendwie reinzoomen noch? Nö. Next. Nix zu sehen. Digga, das ist... Einfach nix. Doch, da ist sie doch. Da ist sie doch. Ich hab sie gefunden. Fall gelöst. Spiel durchgespielt. Wir können nach Hause gehen. Die lebt doch. Ganz offensichtlich. Guck mal, sie will auch den Lichtschalter drücken, den ich gedrückt habe und dann nicht mehr gefunden habe. Digga, wenn die den da drinnen drückt, ja, und du stehst da nicht dran. Ihr habt gesehen, wie lange ich gesucht habe, bis ich den wieder gefunden habe. Okay, wir gucken weiter. Next. Wir schalten nochmal durch, vielleicht sehen wir sie nochmal. Die ist ja immer noch da. Tja. Natürlich sind wir unten und sie ist oben. Dann gehen wir halt mal hoch. Hier wieder sehr, sehr schöne Zimmerpflanzen, aber viel zu weit weg vom Fenster. Obwohl, hier geht's eigentlich, weil die Tür da ist, ne? Ach, Taschenlampe finde ich irgendwie lame. Oder? Wenn jetzt wirklich das Licht ausgehen würde, dann würde ich sagen Taschenlampe. Warte mal, hier war das Schlafzimmer, ne? Wir müssen hier lang. Na, wer scheißt sich schon in die Hose? Ist nicht da. Oh mein Gott. Wo ist sie nur? Jetzt gehe ich hier rein. Jetzt geht das Licht aus. Komm, ich helfe dir. Ich mache das Licht aus. Ich fummel mit meiner Taschenlampe rum. Die kommt nicht. Alles klar. Ich mache das Licht. No. Keep this light off. Dann mache ich es halt wieder aus. Cutscene? Eine Cutscene. Digga, hast du irgendwie
Frauenprobleme oder so? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich will da auch gar, ich habe da auch gar keinen, also ich will da auch nicht sagen, dass da irgendwie Knowledge zu hab oder so, das glaube ich. Oh, nee, die weißen Wände, Leute, das kriegt man doch so schlicht ab. Muss er einmal durchstreichen wieder. Das war's jetzt. Oh, Wände sind wieder weiß. Schön. Ach so. Okay, jetzt können wir endlich mit ihr sprechen. Machen wir doch mal. Hallo? Who are you? What do you want? Na, guck mal, das hat er erkannt. Was können wir noch sagen? Back. Hab ich immer noch? Ich hab immer noch Echo. So, jetzt nicht mehr. Are you friendly? Das ist vielleicht noch wichtig. Are you friendly? Are you friendly? So, es hat zweimal geklopft. Es hat zweimal geklopft und wir müssen mal kurz gucken, was, das ist no. The answer no is, so. When the answer is yes, naja, also schon mal freundlich. Schön. Einmal ja, zweimal nein, nee, dreimal. Dreimal ist nein. Ist ja. Okay. Und wie ist es? Ja, wir haben halt eine Frau hier im Apartment, die hat anscheinend Erdbeerwoche. Oder Frauenprobleme. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein sehr harter Fall davon. Das läuft sogar die Wände runter. Und wir haben die jetzt so ein bisschen verloren. Eigentlich müssen wir sie wiederfinden. Wir kommunizieren gerade mit ihr, indem wir mit ihr reden. Und sie hat gerade gesagt, dass sie friendly ist. So. Aber wenn sie jetzt durch Klopfen kommuniziert, können wir ja nur ja oder nein Fragen stellen. Also wir können jetzt nicht sagen, what happened? Was soll die da für ein Klopfkonzert geben? Dann gib ihr was zu naschen. Lol, Schokolade kommt immer gut. Komm, wir können noch Where are you versuchen? Where are you? Hat er wieder nicht gefressen? Where are you? Behind you. Nee, eben nicht. Where are you? Nimmt er nicht? Warum nimmt er nicht? Do something. Okay. Do something. Komm, hör auf. Ich hab nur Englisch 4. Do something. Klingt wie ein Asiate. Oh, das war rassistisch. Erstmal den Hall ausmachen hier.
Vielleicht hat sie auch gar keinen Bock mehr, mit mir zu sprechen. Can you see me? Können wir noch machen? Can you see me? Can you see me? So, jetzt reicht's mir. Jetzt mache ich hier drin wieder Licht an. Mir scheißegal, ob dir das gefällt oder nicht. So. Jetzt wieder so Licht aus. Alter, dann würde ich ausrasten. Sind sie im Schlafzimmer? Mach mal Licht an. So. Ey, Digga, manchmal will dieser Knopf auch nicht ausgehen. Okay. Hat er es gehört? Are you hurt? Haben Sie Schmerzen, soll ich einen Arzt rufen? Hallo? Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Hallo? Was ist eigentlich mit meiner Taschenlampe los? So. Was gibt's denn, was gab's denn hier zu essen? Fliegen anscheinend, Maden oder so, die sind jetzt geschlüpfert und sind jetzt Fliegen. Also ich, das ist halt die Geschwindigkeit, mit der ich mich bewegen kann, Leute. Also mehr geht nicht. Die mag bestimmt kein Gewitter. Keine Panik, der gruselige Geister desires friendly. Huch. So. An den Computer, Technik ist unser Freund. Auch wenn's, also wenn alles unlogisch ist, Computer hilft immer. So. Night Vision. Wir wollen ja alles sehen. Next. Next. Ey, guck dir diesen Haarschnitt von mir an. Fresh. Fresh sehe ich aus. So. Also hier unten ist schon mal keiner. Oben ist auch keiner. Da ist er auch nicht. Ich hab sie einfach verloren. Passwort. Mist. Die ist Tampons an der Tankstelle holen. Kann sein. Wenn ich damit zu weit gehen sollte mit dieser, sie hat ihre Tagesstory, ja, müsste das mir sagen. Ich habe keine Ahnung, Mann. Oh, ich habe gerade aus Versehen, weil ich rennen wollte, weil ich ein bisschen schneller gehen wollte, habe ich aus Versehen die Taste gedrückt zum, ich rede mit ihr. Und hab gesagt, ich habe keine Ahnung. Und das Ding hat gesagt, ich, aus dem gemacht, what happened. Diese Taschenlampe ist aber auch wirklich, also wo hat man die bestellt? So aus dem Gruselige Games Katalog? Die muss erstmal so ein bisschen
Hier ist ein Licht. Warte mal. Hier geht Licht an. Boy. Hör auf. Also sind aber auch wirklich. Es muss doch Licht für die Treppe geben, oder? Ist wahrscheinlich oben. Richtig unnütz. Oben. Vielleicht will sie auch, dass ich überall Licht ausmache, aber das, also diesen Wunsch kann ich hier nicht erfüllen. Hallo? Das mache ich nicht. Haben wir schon im Wohnzimmer haben wir noch nicht, ne? Alle Clues gefunden. Blues Clues. Haben wir noch nicht gefunden, ne? Aber ich wüsste halt auch nicht, wo noch einer ist. Warte mal, ich guck mal kurz die... Hat gerade jemand mit mir gesprochen? Ich bin gerade rausgetappt. Entschuldigung. Da hat jemand Schmerzen. Ganz eindeutig. Ich muss hier zum Raustappen nehmen. Warte mal, ich guck mal kurz die Achievements durch, ob ich im Wohnzimmer schon alle... so. Wir haben im Laundry Room alle Clues gefunden. Das ist oben das Ding, wo die alte Wäschetrommel da läuft. Warst du am Klavier? Ja, war ich schon. Ich habe kein Problem damit, habe ich selber mal. Gibt es einen Keller? Bis jetzt noch nicht. Ich habe noch keinen Keller gefunden. Gib ihr eine Wärmflasche. Also eigentlich besteht dieses Apartment nur aus der... Aus dem Wohnzimmer sehr klein, Esszimmerbereich sehr klein, Küche sehr klein. Also man merkt, es ist ein asiatisches Game. Also für einen Europäer, hier für Harty wäre es gerade mal ein Anziehzimmer, die ganze Wohnung. Dann haben wir oben das Schlafzimmer, auch sehr klein. Und den Laundry Room, der einfach, wie schon Sabrina gesagt hat, sehr schlecht genutzt ist. Einfach nur so ein Wäschetrockner, Wäschemaschine da und ein Wäscheberg. Na gut, der Raum ist nur 2x3 Meter, aber trotzdem. Und in dem Laundry Room haben wir alle Clues gefunden. In der Kitchen haben wir alle Clues gefunden. Im Bathroom haben wir alle Clues gefunden. Den Baderaum gibt's auch noch. Der ist besonders eklig. So. Ey, wenn man sich das hier anguckt, ja, auf, warte mal, ich zeige euch das mal kurz. Nee. So. Finde alle Clues im Laundry Room. 68,3% aller Spieler. Finde alle Clues in der Kitchen. 50% aller Spieler. Also, viele hatten schon nach Start des Games einfach keinen Bock mehr auf das Game. Sagt mir diese Zahl. Würde ich jetzt mal behaupten. Die hatten einfach schon keinen Bock mehr. Nee, ist mir zu gruselig. Weg damit. Also, wie gesagt, im Bathroom, in der Kitchen, im Laundry Room. Und im Bedroom. So. Im Living Room haben wir noch nicht alle Clues. Und wir haben halt auch noch nicht. Wir haben halt auch noch keine Logging-Daten für die E-Mail. Wo könnten Logging-Daten für die E-Mail sein? Halt doch mal die Klappe jetzt. Danke. Steht da drauf? Worrying? Ist was abgerissen. Das ist aber auch kein Hinweis darauf, was das Passwort sein könnte. Also ich würde mal, ich schätze das Spiel ein, dass wir jetzt nicht angegriffen werden von irgendwas.
Aber wir werden auf jeden Fall ein paar gruselige Sachen sehen. Worrying. Das kann ja nicht das Passwort sein. Oder das Login. Wir brauchen ja Login-Namen und wir brauchen ein Passwort. Hier vorne waren ja sehr viel zerknüllte Papiere. Geräte, würde ich gerade sagen. Lol. Und hier Spiegel ist auch kaputt, ne? Ist auch die ganze Bude knarzt und knarrt hier, ey. Das regt mich so ein bisschen auf. Wie wollen wir sie nennen? Unsere kleine niedliche hier. Die. Pointer for the Luigi boy. Right here. Wer für Elka? Adds a whole new layer of intrigue to the case. Found all the clues in the living room. Ah ja, jetzt haben wir es auch. Ach, guck mal, können wir das Ding ja nicht irgendwie. Damit wäre es doch geil, oder? Diese Taschenlampe regt mich übel auf. Können wir da nicht mal neue Batterien für finden oder so? Wir gehen jetzt nochmal hoch. Ich will Licht auf der Treppe. Das geht mir richtig auf den Sack. Ich hätte gern Licht auf der Treppe. Und safe ist das hier der Lichtschalter für die Treppe. Alter. Game durchgespielt. Wir sind halt noch zu Zimmer. Und die kommen wir halt gar nicht rein. Und gibt es auch einen Dachboden oder so? Weil das klingt immer so, als ob von da oben jemand so macht. So, von hier haben wir eigentlich auch alle Clues gefunden. Mach mal eine Rückversicherung. Are you friendly? Are you friendly? Nicht. Ja. Pff. Die haben halt auch alle Clues gefunden. Es ist jetzt ein bisschen. Was machen wir jetzt? Licht aus, Licht an. Licht aus und Kamera schauen. Miss Marple. Ja, können wir auch nennen. das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Komm, sie wollte ja, dass wir hier Licht ausmachen, ne? Digga, warum mache ich jetzt die Taschenlampe an? Obwohl, gar nicht so gar nicht so dumm. Gar nicht so dumm. Instinktiv ist richtig gemacht. So. Und jetzt, wollen wir überall Licht ausmachen oder erstmal, warte mal. Sie hat ja auch von ganz allein hier Licht ausgemacht. Wisst ihr noch? Das musste ich ja wieder anmachen. Das heißt, wir lassen das jetzt mal so. Wir lassen hier ihren Willen, der Miss Marple. Und schauen uns unten das einfach nochmal auf der Kamera an, was da jetzt so abgeht da oben. Anscheinend ist ja oben mehr Action als unten. Noch. Aber eigentlich haben wir den Fall schon gelöst. Wir können eigentlich zu ihm sagen, komm, deine Tochter ist ein abgefuckter Geist. Also das heißt, sie ist tot. Aber er will ja wahrscheinlich auch wissen, what happened. Was ist passiert? Das ist halt noch so das Ding, ne?
Wisst ihr, was mich richtig abfucken würde? Was mich richtig abgefuckt hat bei Paranormal Activity? Wenn jetzt hier irgendwas anders wäre. So, auf einmal ist der Stuhl umgekippt. Oder alle Dinge in der Küche sind an der Decke. Das ist so das, was mich bei Paranormal Activity abgefuckt hat. Aber hier, also hier hätte ich jetzt erwartet, was zu sehen. Oh. You find email. Ja, gib mir aber noch, ich brauche das Passwort, Mädchen. Ey, vielen Dank für den Sub. Berlochbrot, wie geht's? Wie steht's? You find email, aber pff. Digga, ich brauch Login und ein Passwort. Vielen Dank für den Sub. Tja. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Warte mal. Zurück, zurück, zurück. Ist das der neue Hinweis? Dass der Stuhl wackelt? Dem geht's gut. Dem geht's gut. So, der Stuhl hat gewackelt. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, wie das Passwort ist? Jetzt quält er sich wieder. Den Onkel noch mal fragen, was die für eine E-Mail-Adresse hatte oder für ein Login oder so. Warte mal, der Stuhl hat ja eben gewackelt, ne? So. Das muss der Wind gewesen sein. Hier ist ja nichts. Ich muss mir mal angewöhnen, wenn ich mit euch quatsche, dass ich hier auf Escape drücke, nicht, dass irgendwas passiert und ich krieg das nicht mit. Auf den zerknöten Zetteln stand auch nichts. Naja, die sind halt einfach nur da und ich kann jetzt nochmal versuchen, mit denen zu interagieren, aber vielleicht doch mehr Lichter aus und mehr an Wänden finden. Ungern. Aber ja. Gucken wir nochmal auf Toilette. Vielleicht sitzt da jetzt jemand. Das ist aber auch schon eklig. Ey, wollen wir mal gucken, ob wir diesen Satz da jetzt auch bei Licht sehen? So langsam wird es unangenehm. Also für mich persönlich muss ich sagen, so Musikinstrumente, die plötzlich losgehen, ohne dass irgendjemand irgendwas gemacht hat. Oder auch so
So elektrische Sachen, die plötzlich losgehen. Spielzeug, das plötzlich Sound macht, obwohl niemand dran war oder sowas. Das ist auf meiner Skala der Scariness von 1 bis 10 eine glatte 12. Also das kann ich nicht, das ist nicht so meins. Wenn irgendwo ein blutverschmiertes Mädchen steht, ist okay, ja, ist okay. Aber so, nee. Also mein Sohn hat so ein elektrisches Auto, ja. Erstmal, ey komm, ich erzähle euch jetzt eine kurze Story, um runterzukommen. Erstmal aus der Situation wieder rauszukommen, erstmal wieder Entspannung für mich. Weil hier muss es ja weitergehen, ich muss ja euch ja entertainen. Also erstmal Entspannung für mich. Der hat so ein Auto, so ein elektrisches, ferngesteuertes Auto. Und das ist, und diese Fernbedienung ist genial. Wirklich, ist genial. Da sind, also es ist wirklich für Kleinkinder. Auf dieser Fernbedienung für das elektrische Auto sind genau zwei Knöpfe. Und dann würde man ja vermuten, okay, das kann geradeaus und zurückfahren. Ne? Zwei Funktionen, zwei Knöpfe. Aber nein, du kommst mit diesem Auto ungelogen in jede Ecke dieses Hauses mit diesen zwei Knöpfen. Und das ist wirklich, da hat sich wirklich einer Gedanken gemacht. Der eine Knopf, der obere Knopf, also es ist ein oberer Knopf, unterer Knopf. Der obere Knopf ist straight geradeaus fahren. Versteht jeder. Und der untere Knopf ist halt rückwärts fahren mit voll eingeschlagenen Rädern nach links oder rechts. Ich müsste lügen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also er fährt im Prinzip nur geradeaus oder so, rückwärts. Im Kreis, theoretisch. Aber so kommst du halt mit diesem Auto überall hin. Das ist super. Und dieses Auto, das agiert auf der gleichen, oder diese Fernbedienung agiert auf der gleichen Frequenz wie unsere Fernbedienung für den Fernseher. Also bist du nah genug mit der Fernbedienung vom Fernseher an diesem Auto, kannst du beim Umschalten oder beim Laut und Leiser machen oder sowas, kurz das Auto ein Stück fahren lassen, so 2 Zentimeter, so zzz, zzz. Und wenn ich dann im Dunkeln im Kinderzimmer sitze, mein Sohn schläft noch nicht und ich erzähle ihm irgendeine Story oder sowas, damit der einschläft, so Einschlafbegleitung mache und es ist schon dunkel, und plötzlich fängt dieses Auto von irgendwo so ein Signal ein und macht kurz so zzt. Alter. Scary as fuck. Oder wir haben den Geist. Das könnte auch sein. Der versucht uns irgendwas zu sagen. Ich habe eine elektrische Maus für die Katze, die hat auch von allein gelebt. Voll unnötig. Prima. Ja, das ist so, boah, das ist nicht so meins. Aber who cares? Das Klavier ging an. Das heißt, wir müssen runtergehen und gucken, wer hier so schlecht Klavier gespielt hat. Kann einer von euch Klavier spielen? Ist klar, ne? Ich bin hier unten, guck nach dem Klavier und oben passiert irgendwas, ne? Bloody handprints in a home where Sophia loved playing piano. Aber also, send shivers down my spine. Wenn sie es liebte, she was in danger. Dann kann sie es aber schlecht. I must find out. Nein! Warte! Warte, was soll ich jetzt machen? Hä? Habe ich jetzt nicht gecheckt. Sophia, sie hat also einen Namen, ja.
Habe ich jetzt nicht gecheckt. Warum habe ich jetzt hier... Da... Sophia... Benimm dich. Sophia! Du sollst dich benehmen! So. Ich brauche erstmal einen Schluck. Ach ja. Ich dachte kurz, ich soll Klavier spielen, um sie anzulocken. So. Dann hatte ich ja aber da so ein Voice Meter. Und dann kam sie auf einmal. Die Sophia. Warum? Habe ich getan? Ich hab ihr doch nichts getan. Oder? Haben wir uns jetzt wieder beruhigt? Bestimmt. Das ist nicht gut für mein Herz. Find E-Mail. Also wir haben entweder sehr, sehr viel richtig gemacht oder sehr, sehr viel falsch oder so. Also auf jeden Fall passiert auch etwas, wenn wir nichts tun, oder? Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. ich spreche erstmal mit euch. So, Sophia. Ich kann ein bisschen Klavier spielen. Aber wie gesagt, ich dachte eben, ich soll Ingame-Klavier spielen. Ich habe in meiner Jugend Keyboard-Unterricht gehabt. Also ein bisschen was kann ich. Ist mir nicht ganz fremd. Ich kann auch Noten lesen. Aber ist anscheinend in diesem Spiel nicht wichtig. So, jetzt gehen wir jetzt hoch. Jetzt hier, Sophia, was soll das? Du sollst dich doch benehmen. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass das Ganze jetzt ein bisschen härter wird. Sophia? Hallo? Also hier steht halt auch nichts mehr, ne? Warum geht denn halt immer das Licht hier aus? So. Licht an. Schon wieder. Ich habe schon wieder da dieses Voice Meter. Are you friendly? Are you friendly? Ich habe Angst. Sophia, vielleicht ist es gar nicht so klug, immer ihren Namen zu rufen. Digga, ich brauche dein Passwort fürs E-Mail. Passwort. Und Login-Namen. Ich habe keine Lust, den Support anzurufen. Licht an.
nicht aus. Es ist gruselig. Verstehe nicht, warum ich jetzt dieses Zeichen hier nicht mehr habe. Ja, ist das jetzt unten oder oben? Also, keine Ahnung, Mann. Eben gerade hätte ich schwören können, dass... Bin ich so der Rumschreier? Also, klar, gibt's auch Momente, wo ich rumschreie, aber... Immer lass raus, ja. Ey, so. Are you friendly? Am Arsch. Das Mädchen will richtig Stress mit mir. So, jetzt geht das hier so ein bisschen hin und her, aber... Login und E-Mail Passwort habe ich trotzdem nicht. Ist ja richtig dunkel. Richtig duster, wenn du hier kein Licht an hast. Er hat doch gesagt, sie ist friendly. Wo ist denn die friendly? Ist das hier Friendly Fire oder was? Ja, ich laufe immer nur hoch und runter, kriege immer nur auf die Fresse von ihr. So, gehen wir jetzt mal so logisch daran. So, ja. So, ja. Oder? Da sind wir uns doch sicherlich einig, oder? Da sind wir uns doch sicherlich einig, dass das ihr Logging ist. Was könnte ihr Passwort sein? E-Mail. Gib mir doch mal einen Hinweis, Mädchen.
Ich will mich jetzt noch stundenlang durch die Kameras klicken. Hast du einen Geburtstag? Ich ja. Du meinst ihren? Mhm. Ja. Das wäre was, was wirklich da reinpassen würde, ne? Du hast dir gerade was zu essen geholt. Hast du es nicht gerade mitbekommen? Meinen emotionalen Zusammenbruch hier. Also ich finde es ganz ekelhaft. Ekelhaft, wie dieses Spiel hier vorgeht. Ganz ekelhaftig. Vielleicht, kann ich Leak senden? Hab einen Clip gemacht. Denke schon. Probier mal aus. Also wenn, dann kann ich das hier freischalten. Worrying. Hier wollte ich zuerst mal ausprobieren. Ist da schon wieder einer weiß ich nicht, was machen. Warum war da gerade das Dings-Symbol? Achso, weil ich Caps gedrückt habe. Okay, verstehe. Ist das vielleicht das Passwort? Mörder? Was ist denn los, Sophia? Bin ich dir zu langsam? Keine Lust mehr. Das ist anstrengend, ihr glaubt das gar nicht. Das ist wirklich anstrengend. Können wir eine kurze Pause machen? Ich meine eine kurze Pullerpause. Mich kurz akklimatisieren. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Wohnung, ich habe keinen Bock mehr auf Sophia. Die geht mir richtig auf die Eier. Wir machen eine kurze Pause. Bin gleich wieder da. So. Nächste Runde. Ich bin jetzt wieder mutig. Versprochen. Mit dir reden. What happened?
Pauli, das ist zu viel für mich. Ach nee. Show yourself. Alter, spiel das doch mal selber, ey. Sophia. Oh Gott. Ja, jetzt bin ich selber hier drauf gekommen. Dachte kurz, ey, es klopft. Wo klopft's? Go away. And fuck yourself. Sie hat nein gesagt. Na doch. Will sie wohl nicht. Tja. Können wir noch sagen? Are you friendly? Sie sagt ja. What do you want? Dass das so realistisch aussieht, das muss doch nicht sein. Das hat mir auch so gefallen an The Evil Nun, dass das halt so in diesem, das ja so ein Comic-Stil war. Und man da nicht so, man ist da nicht so reingedeift so in diese Welt, weißt du, was ich meine? Das war nicht so immersiv. Und das hier, das ist schon hardcore. Do something. Das willst du sehen, ne? Do something. Do something. Do something. 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 Ich kann das nicht aussprechen. Ich bin richtig schlecht in Englisch. Do something. What happened? Boy. Lol. Digga. Is anyone here? Is anyone here? Can you help me? Can you help me? Vielleicht liegt jetzt an dem Filter, dass ich das nicht erkenne. Aber der nimmt doch mein Mikrofon und nicht mein Voice Meter. Du bist leider raus? Okay, schade. Ich muss den Rest nachschauen. Ich hoffe nicht. Ja, ich lade es auf jeden Fall auf YouTube wieder hoch. Mal sehen, wie lange ich das hier noch mache. Ey, das reibt mich heute auf hier so ein bisschen. Wir gehen wieder runter. Digga, wenn sie nicht will, dann will sie nicht, ne? Können wir auch nichts machen. Das ist ja so ein Ding hier. Nö. Wenn mir hier keiner das Passwort
das Passwort für die E-Mail verrät. Kann ich halt auch nichts machen. Setz mich halt wieder hin. Guck mir nochmal die Kameras an. Klick ein bisschen rum. Ne? Was willst du sonst machen? Ja, wenn die so richtig an einer Kamera hängen würde, so mit ihrem hässlichen Gesicht. Das wär's, ne? Du Feind E-Mail. Aber wo denn? Digga, wo? Schaffst das schon, schnapp sie dir. Digga. Ich weiß halt nicht, was ich tun soll. Warum flackert mich mein Licht hier eigentlich so an? Hör auf, Licht. Ist eigentlich auch noch gruselig. What do you want? Can you see me? Can you see me? Ja. Hansa. Do something. Nein, sie hat's verstanden. Ahaha, Mann! Hast du in allen Räumen mit diversen Gegenständen agiert? Ich will nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Warte, ich guck noch mal kurz nach. Also, du musst ja diese Clues finden. Clues. Und ist das langweilig, das Game. Ich habe im Laundry Room, also oben in dieser Wäschekammer, alles gefunden. Ich habe in the Kitchen alles gefunden. Ich habe im Bathroom alles gefunden. Ich habe im Bedroom alles gefunden. Ich habe im Living Room alles gefunden. So. Und ich habe den Paranormal Clue to the E-Mail gefunden. Also, sie hat ja da irgendwie was an die Wand geschmiert oder so. Ja. Digga. Mann. Wenn du hier in diesem Menü auf When the Answer is Yes, dann klopft's hier. Und bei The Answer is No klopft's auch. Ich denke immer, wenn ich da drüber fahre, nein, ich bin selbst im Escape-Menü nicht mehr sicher vor ihr. Da klopft sie auch schon. Hier.
Flur in der Diele im Treppenhaus. Tja. Okay, ich habe zu ihr gesagt, mach etwas, und sie hat gesagt, nein. Ich habe richtig Angst, diesen Screen zu verlassen. Keine Lust mehr. Ey, wirklich, ich hab. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Komm. Es tut mir leid, ich bin gerade wirklich. Ich bin gerade nervlich am Ende. Ich kann dieses Spiel nicht mehr spielen. Wir gucken noch mal in die teuflische Nonne rein.